So, da mische ich mich einfach dazu. Karl Schranz im Kreise, zwei so hübscher Damen. Was ist, wollen Sie einmal fahren mit dem Bob? Natürlich, klar. Ich bin früher Bob gefahren. Aber nicht professionell, sondern normal. Hat es mich in St. Anton mit dem Bob aufgestellt. Wir sind auf der Straße runtergefahren. Also nicht im Eiskanal, so wie die Christina Hengster. Ja gut, da, wenn ich einen Kanal habe, brauche ich ja nicht lenken. Aber für uns haben wir auf der Straße. Gott sei Dank war damals kein Verkehr. Christina, können Sie sich das vorstellen? Ja, ja doch ja, schon. Aber nicht mit unseren Geräten. Also die können schon den Eiskanal, ja. Ist das Ihr Arbeitsgerät hier? Ja, das ist jetzt ein Vierer-Bob. Wir haben ja den Zweier-Bob bei den Damen. Aber sonst ist das wirklich ein originales Wettkampfgerät. So schaut der Bob aus, ja. Warum wir hier stehen, das ist, steht irgendwo da, genau, Bob und Skeleton-Weltmeisterschaft 2016, heuer in Innsbruck-Igls. Janine Flock, erstmals, glaube ich, mit dem Bob fahren gemeinsam, oder? Ja, ich fahre Skeleton. Skeleton, ja, ja. Genau, und ja, also ich freue mich wahnsinnig auf die Weltmeisterschaft und ja, es ist ja noch ein offenes Ziel und ja, ich werde Vollgas geben. Das offene Ziel heißt? Ja, Medaille, natürlich. Worauf freuen Sie sich am heutigen Abend besonders? Ich lasse mich jetzt einmal überraschen. Ich bin das erste Mal da bei der Gala und ja, ich freue mich auf den ganzen gesamten Abend eigentlich und ja, auch vor allem auf die Sportauswahl dann. Schönen Abend und gebt dem Karl noch ein paar Tipps, gell? Dankeschön.